أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Ja, nochmal, also wenn wir das nochmal in Punkten zusammenhalten wollen, jetzt lernen wir auch ein bisschen, wie man Tadabbur macht. Ihr erinnert euch, wir haben auch darüber geredet, Tadabbur, nachzudenken über die Ayat des Koran. Hier lernen wir eben auch, wie man Tadabbur macht. Ja, erster Punkt, und da sind viele Punkte, nicht, dass wir jetzt eine Liste erstellen mit allen Punkten. Da sind viele, viele Dinge, die man verstehen kann. Nur jetzt mal so auf die Schnelle, wenn wir mal darüber überlegen, was man über diese Dinge, die Allah uns gerade beschrieben hat, was man lernen kann. Ich habe eben schon gesagt, Sabr. Ja, dass der Baum auch Geduld hat, bis er irgendwann so weit ist, dass er Früchte tragen kann. Schaut mal, durch wie viele Phasen ein Baum gehen muss, von kleine, dünne, grüne Halm, bis dass es erstmal Holz wird und dann von Holz wieder Äste wird, bis, und dann müssen die Früchte noch reifen, bis man dann zum ersten Mal eine reife Frucht ernten kann. Ja, das geht nicht schnell und einfach, das dauert seine Zeit. Dinge haben ihre Zeit. Geduld. Nicht aufgeben, standhaft bleiben. All das kann man von einem Baum lernen. Dann, was kann man sogar auch von einem Baum lernen? Wenn der Baum Früchte trägt, dann essen alle davon, außer der Baum selber. Ja, die Nahrung des Baumes sind nicht die Früchte, sondern er gibt sie einfach her, ohne was dafür zurückzuverlangen. Geben können, ohne was zurückzuverlangen. Das kann man von einem Baum lernen. Ja, wenn der Mensch was tut, dann will er meistens, dass er, wenn er denn was tut, dass der Nutzen davon irgendwie auf ihn selber zurückkommt. Ja, selten, dass wir mal was tun, was komplett uneigennützig wäre. Allah sagt, schaut euch die Schöpfung an, lernt von diesen. Wie sie uneigennützig nur geben, Süßes hergeben. Dann, die Frucht ist auch reifer und süßer, normalerweise ist das so, bei den meisten Früchten ist das so, die mehr Licht und Luft getankt hat, die mehr Sonne abbekommen hat. Wenn wir das nochmal vergleichen, Allah nennt auch die Hidayah, die Rechtleitung, der Koran, Iman, wird alles Licht genannt. Ja, und deswegen sagt man auch, dass je mehr Licht wir tanken, ihr versteht, was ich damit meine, desto süßer wird unser Charakter, desto süßer wird unser Iman, desto süßer wird unsere Art, Ibadah zu machen. Aber wenn wir uns vom Licht fernhalten, im Schatten werden die Früchte nicht süß. Ja, man erkennt sogar bei einem Baum die Schattenseite und die Lichtseite. Kann man an den Früchten erkennen. Ja, die hart gebliebenen, bisschen bitteren Früchte, das sind die von der Schattenseite. Ja, und wenn wir auch ohne Iman Licht ohne Licht des Iman, ohne Licht des Wissens bleiben, dann sind wir auch wie Früchte, die auf der Schattenseite gewachsen sind. Dann, auch wenn eine Frucht süß ist, yan'ihi, wenn sie reif ist, dann ist sie meistens auch süß, oder bei den meisten Früchten ist das so, gerade die Allah hier genannt hat, Datteln, Rebstöcke, Granatäpfel. Und süße Früchte haben auch einen bestimmten angenehmen Duft. Ja, und das lässt uns an den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, denken, der so viel Licht aufgenommen hatte von Iman und von Ilm, dass sein Charakter der Koran war und einen süßen Duft verströmte, so dass Leute sich gerne in seiner Nähe aufhielten und nicht von ihm wegliefen. Dass Leute sich gerne in deiner Nähe aufhalten, dass du nicht nur Dornen und Kanten bist, ja, oder wie sagt man, Ecken und Kanten bist, sondern dass du süß bist auch in deiner Erscheinung. Und süß nach der Definition der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht, dass wir uns kokettieren und auf oberflächliches Benehmen, ist damit nicht gemeint. Und dann, das finde ich auch ganz besonders schön, was man auch sicherlich davon lernen kann, weil Allah auch sagt, Qinwan und Daniyatun, ja, dass je mehr Datteln zusammen in einem Büschel hängen, desto tiefer hängen sie dann auch, ja, desto schwerer ist das für den Ast und desto niedriger neigt er sich auch, dass je mehr Früchte, besonders reife Früchte, ein Baum trägt, desto mehr neigen sich seine Äste zum Boden. Ja, und genauso sollte der Mensch auch, je mehr Licht und Ilm und Wissen er aufnimmt, desto mehr sollte er sich demütig vor Allah verneigen. Und nicht, das ist ja manchmal so, wenn wir wenig Wissen haben, da sind wir noch so stolz und starrer Hals und Nase ist hoch und wir denken, wir sind was Besonderes. Je mehr Wissen dazu kommt, wenn es dein wahres Wissen ist, desto demütiger sollte der Mensch werden.
Ja, und ihr seht schon, in welche Richtung diese Tadabbur auch gehen kann. Ja, und das ist eine kleine Übung jetzt auch, die wir immer wieder dazwischen schieben, damit wir lernen, eben, wenn Allah gerade besonders uns einlädt auch noch mit so offenen Worten, das Unduru, darin sind Zeichen für euch, wenn ihr denn Iman habt, dass wir darüber dann auch nachdenken.